Was ist dein persönliches Lieblingshaustier in Star Stable Online? Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen, mein Name ist Tamakash und du siehst den Wochenrückblick für die Kalenderwoche 31 von Star Stable Online. Wie gewohnt siehst du im Hintergrund das Träumertreffen laufen, dieses Mal von gestern, dem 7.8. Bevor ich mich jetzt ein bisschen darüber mit dir unterhalte, was so letzte Woche bei Star Stable passiert ist, habe ich ein paar Punkte auf meiner Liste in eigener Sache, was die Träumertreffen betrifft. Zum einen möchte ich euch bitte, bitte wirklich von Herzen bitten, dass ihr, wenn ihr mit mir schreiben wollt, den Sagenchat benutzt. Dann kann ich alle lesen. Ansonsten reite ich überall gegen. Das ist dann für mich sehr, sehr schwierig. Also das ist so der erste Punkt. Bitte, wenn wir online sind und gemeinsam ausreiten, benutzt den Sagenchat einfach. Dann sind ganz viele Leute, ich habe mich so gefreut, es waren so viele Leute dabei, die gerne ihren Lieblingsort zeigen wollten und ich freue mich natürlich, aber meine Zeit ist natürlich nicht unbegrenzt, weil ich das Video ja noch fertig machen muss und dann will ich das ja auch hochladen und so und damit das alles ein bisschen, ja ich sag mal besser, damit ich das besser organisieren kann und wir dann auch alle einen tollen gemeinsamen Ausritt haben, möchte ich dich ab sofort bitten, wenn du mir einen Lieblingsort zeigen willst, so wie Fiona jetzt hier am Strand, wirklich toller Platz, wirklich sehr, sehr schön, dann schreib mir bitte, schreib mir entweder unter das Video oder schreib mir auch in-game, das ist egal. Wichtig ist nur, dass du dazu schreibst, möchtest du diesen Ausritt oder dein Ort, liegt der in einem Star Rider-Gebiet oder nicht? Damit ich das einfach ein bisschen planen kann, wer dann anfängt und so weiter und so fort. Ich habe mir da eine Tabelle angelegt, ich zeige dir die hier jetzt mal. Und da trage ich einfach jeden ein. Jeder, der sich bei mir meldet, den schreibe ich in-game an, der kriegt von mir Post. Deswegen achte drauf, dass dein Postkasten nicht voll ist. Hier haben wir uns jetzt übrigens nochmal bei Steve gesammelt, weil es dann gleich weitergeht. Achte darauf, dass dein Postkasten in-game nicht voll ist oder schreib hier unter das Video. Und zwar schreib, wie gesagt, ist es der Ort, den du zeigen möchtest in einem Star Rider-Gebiet oder nicht? Und ganz wichtig, solltest du mir unter das Video schreiben, brauche ich unbedingt deinen In-Game-Namen, sonst kann ich dir keine Post schicken. Wenn ich bis Freitag auf meinen Brief, den ich dir in-game schreibe, keine Rückmeldung bekomme, ob du da bist oder nicht, weil nicht jeder bei jedem Träumertreffen natürlich dabei ist, das ist auch kein Problem. Der Platz auf der Liste rutscht, der fällt nicht weg, außer ich kriege keine Rückmeldung. Also wenn ich dir schreibe und du meldest dich dann nicht mehr bei mir, dann nehme ich dich einfach aus der Tabelle raus. Und dann werde ich jetzt bei den Träumertreffen das so machen, dass wir immer drei Lieblingsplätze angucken pro Treffen, damit wir noch genug Zeit haben, ins Shopping Center zu gehen oder zu grillen oder ein Picknick zu machen oder vielleicht auch einfach mal ein paar Rennen zu reiten. Ich werde das also ein bisschen organisierter machen jetzt ab nächsten Sonntag und ich freue mich jetzt schon auf eure Lieblingsorte. Einfach unten reinschreiben oder mich in-game anschreiben. Bitte aber dann per Post, damit ich mir das merken und aufschreiben kann. So. Ach ja, ach, noch eine Sache noch. Hahaha, siehste, wie du hier jetzt siehst, ne, wir sind immer mal wieder stehen geblieben. Das hatte ganz einfach den Grund, nicht jeder hat ja ein ausgeleveltes Pferd, ich ja auch nicht. Manche sind mit Pony unterwegs und so weiter und so fort. Und deswegen wäre es schön, wenn wir wirklich entweder zwischendrin stoppen, ne, so wie hier jetzt die Dina, die hat da gestoppt. Die Dina Diamond Will hat uns da angeführt. Oder einfach langsam genug reiten, dass jeder mitkommt. Das möchte ich euch auch noch ans Herz legen. Das wäre mir ganz wichtig. Okay, jetzt habe ich genug von mir geschwafelt. Na, aber das muss, wo soll ich es machen, wenn nicht in meinem Video? Das musste jetzt einfach sein. Ich fange jetzt endlich an mit Montag, dem Fun Day Monday, auf der Facebook-Seite von Star Stable Online. Und das Bild blende ich dir jetzt hier auch wieder ein. Und das sind diese total süßen Schweinchen. Die sind einfach so putzig. Ich mag die einfach sehr. Ich habe ja auch ein Haustier, wie du siehst. Ich habe mir so ein kleines Häschen geholt. Und das ist jetzt auch immer brav dabei. Sowohl bei Skychild, da habe ich mir die blaue Satteltasche geholt. Und bei meinem kleinen Dream Dancer habe ich mir extra eine grüne Satteltasche geholt, damit ich mein Häschen immer mitnehmen kann. Und da wollte ich euch mal fragen, habt ihr euch denn, weißt du,
Hast du dir auch so ein Schweinchen geholt? Welches Schweinchen gefällt dir davon am besten? Hast du überhaupt Haustiere in Star Stable Online? Hast du ein Lieblingshaustier? Ich finde die Haustiere so putzig, ich finde es so goldig. Und deswegen wird meine Frage der Folge: Was ist dein persönliches Lieblingshaustier in Star Stable Online? Am Dienstag gab es dann wie gewohnt nichts. Ne, dienstags ist meistens auf Facebook eher ein bisschen ruhig bei Star Stable. Dafür ist natürlich der Mittwoch immer spannend, weil da ja das Update kommt. Und es gab dieses Mal neue Quest in Epona bei Hawaii Jones. Und also ich komme ja noch nicht nach Epona. Ne, du siehst das, ich bin ja erst Level 6. Deswegen kann ich ja nicht, ich kann nicht sagen, wie die Quests waren. Hier übrigens, hier die Miriana, ne? Heißt sie, glaube ich, oder Mariana. Die Ausrüstung gefällt mir total, fand ich sehr schick. Hier wollten wir übrigens irgendwo hin, da konnte ich nicht durch, da mussten wir dann wieder umdrehen. Also es war echt irgendwie so ein bisschen chaotisch dieses Mal. Aber das wird ab nächstes Mal besser, versprochen. Ich werde mir ganz viel Mühe geben, das bestmöglich zu organisieren. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, die neuen Quests in Epona. Kann ich nicht machen, aber natürlich interessiert mich, wie fandet ihr die? Habt ihr die geheime Fortsetzung der Story Quest gefunden? Na, da gab es eine geheime Fortsetzung, haben sie geschrieben. Wenn ich bei Facebook gucke, dann stand da wirklich, dass das total viel Spaß gemacht hat. Ganz große Klasse, das Update. Das Update ist toll. Ganz viel Lob kam da. Das freut mich natürlich sehr für euch alle. Irgendwann werde ich auch nach Epona kommen und dann werde ich Hawaii Jones hoffentlich selber kennenlernen. Außerdem ist während des wurde im Mittwochs-Update gesagt, dass Tim weiterhin noch da ist. Und es gibt jetzt eine drehende Minimap unten, also die dreht sich immer mit. Ich persönlich finde es gut, für meine Orientierung ist das einfacher. Ich weiß aber, dass der ein oder andere das nicht so toll fand. Du kannst es übrigens ausschalten in den Optionen, wenn dich das nervt. Du musst diese drehende Minimap also nicht ertragen. Du kannst, aber du musst nicht. Wie findest du die? Schreib doch mal, hast du die angelassen oder hast du die ausgemacht? Ich fand die richtig, also ich finde die toll. Du siehst ja, ich habe die angelassen auch, ne? Und ja, hab da schon Spaß dran. Übrigens, hier reitet jetzt die Fea hoch. Und die Fea hat einen tollen Ort uns gezeigt. Wenn denn Skychild mal den Berg hoch will, der will immer nicht so. Aber wenn ich langsam mich da hochschleiche, dann geht es. Und zwar sind wir hier bei einem UFO. Finde ich total toll. Dann habe ich erstmal gefragt, ja, gibt's hier irgendeine Quest oder so? Aber habt ihr geschrieben, nö. Gibt's gar nicht. Okay. Hat mich dann doch ein bisschen verwundert, ob da wohl noch eine kommt. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du glaubst, dass hier noch eine Mission hinkommt. Also eine Quest. Ich glaube ja schon, ne? Ich glaube schon. Gut, wir werden jetzt hier gleich noch ein bisschen den Ausblick genießen. Ungefähr jetzt. Da stehen wir oben, haben noch ein bisschen Bilder gemacht. Und ja, das coole UFO im Hintergrund hat mir sehr gefallen. Ja, das war das Update am Mittwoch. Also ich fand das Update großartig. Ich bin gespannt, was jetzt diese Woche kommt. Ich denke ja, ich hoffe ja, dass vielleicht die Überarbeitung von irgendeinem Pferd kommt. Aber mal gucken, ne? Ich bin neugierig. Man wird sehen. Am Donnerstag war dann tatsächlich auch wieder was. Am Donnerstag gab es einen Gutscheincode. Zwar nicht für Starcoins, also Starcoin-Code gab es dieses Mal nicht, aber das ist ja auch eigentlich nicht so schlimm, ne? Finde ich nicht so wild. Aber es gab für eine Klamotte und zwar für das Dirndl. Ich trage das hier auch die ganze Zeit schon im Video. Hab dazu einen blauen Cowboy-Hut aufgesetzt, weil ich bin jetzt hier ein bayerisches Cowgirl oder so, ne? Mit Dirndl und Cowboy-Hut. Mir gefällt das Dirndl. Ich finde es sehr, sehr süß. Solltest du das noch nicht haben, kannst du den Code bei dir in der Accountverwaltung auf der Internetseite eingeben. Da musst du dann nur den Code Dirndl eingeben. Ich weiß, dass das die meisten wissen, die hier jetzt zuschauen. Aber vielleicht bist du oder du da hinten. Ja, hast das vielleicht nicht gewusst. Und deswegen blende ich dir den Code hier natürlich einfach nochmal ein. Damit du dann das auch bekommen kannst. Leider hat es, wie gesagt, keine Werte. Ich fand es aber trotzdem top. Und habe mich sehr gefreut. Ich freue mich über Klamotten halt, ne? Also ich weiß nicht, ist ja wie im echten Leben so ein bisschen, ne? Man hat ja irgendwie so seinen Kleiderschrank voll und man... Es müssen nicht alles Lieblingssachen sein, aber man freut sich dann, wenn man es hat, denke ich. Das ist, ja, das ist schon so. Zum Ende hin waren wir dann beim Träumertreffen, sind wir noch zum Strand gedüst und haben da ein bisschen die Stranddisco, ja,
waren wir unterwegs, haben da ein bisschen rumgetanzt und abgedanced und so, weil die verschwindet jetzt natürlich dann auch. Ne? Also wenn Tim Hopper weg ist, dann dürfte die Stranddisco eigentlich auch weg sein. Deswegen kann man das nochmal genießen. Schade eigentlich, dann können wir beim Träumertreffen nicht mehr in die Disco, ne? Weil die normale Disco ja nicht mehr auf hat. Hier machen wir jetzt zum Ende hin nochmal das Strandrennen. Auch das wird nämlich dann beim nächsten Träumertreffen, glaube ich, nicht mehr da sein. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, vielleicht ist Tim noch eine Woche länger da, ich weiß das nicht genau. Aber, also wenn du das Strandrennen magst, dann mach es jetzt die Tage noch, weil lange ist es einfach nicht mehr da, dann ist es auf und davon sozusagen. Das war das Träumertreffen und das war auch die Woche von Star Stable Online. Ich hoffe, du hattest Spaß dabei. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Träumertreffen. Ich bin gespannt, wer da welche Orte zeigt. Wie gesagt, ich schreibe euch in-game an. Ich hoffe dann auf euer Feedback und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch.